Letzte Nacht haben wir Krishna Jayanti gefeiert und waren bis zum Schluss dabei. 2 Uhr morgens haben wir abgeschlossen. Und dann Krishna Jayanti singt man, rezitiert man klassischerweise auch aus der Bhagavad Gita oder studiert die Bhagavad Gita. Und so will ich heute etwas lesen aus der Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Zwiegespräch zwischen, wer nochmal? Krishna und Arjuna. Krishna, Inkarnation Gottes, der Lehrer, Arjuna, der Schüler. Jetzt überlege ich gerade, aus welchem Kapitel ich lesen soll. Bitte? Zweites Kapitel. Noch einen anderen Vorschlag? 4. Noch ein anderer Vorschlag. Bitte? 18. Gut, also wir haben 2, 4 oder 18. Wer ist für 2? Ihr könnt euch auch melden, ohne irgendwas von der Bhagavad Gita zu wissen. Wer ist für 4? Wer ist für 18? Eindeutige Mehrheit für das 18. Kapitel. Das ist das letzte Kapitel. Man kann sagen, eigentlich gibt es 4 besonders wichtige, also es gibt 18 wichtige Kapitel, 1 bis 18, dann gibt es 4 besonders wichtige Kapitel, das ist 2, 6, 11 und 18. Zweites Kapitel werden alle wichtigen Themen der Bhagavad Gita angerissen. Sechstes Kapitel wird besonders viel gesagt über, wie lebt man ein spirituelles Leben im Alltag. 11. Kapitel, Vision der kosmischen Gestalt. Dort bekommt Arjuna Zugang zum Überbewusstsein und beschreibt, was er seinem höheren Bewusstsein sieht, was eigentlich hinter dieser Welt steckt. Und 18. Kapitel ist die Zusammenfassung der gesamten Lehre der Bhagavad Gita, wo Krishna nochmal dem Arjuna so alles geben will, was er wissen will. Es beginnt wie folgt. Arjuna sprach, Arjuna der Schüler, es ist mein Wunsch, o mächtig Bewaffneter, die Essenz oder Wahrheit sowohl über die Entsagung zu kennen, als auch über den Verzicht. Ich überlege, was das für eine Frage ist. Ich muss zugeben, ich habe noch niemanden gefragt, was heißt eigentlich Verzicht? Oder stimmt nicht, haben mich auch schon Leute gefragt, was heißt Entsagung? Aber seltener. Wir wollen mehr wissen. Was kann ich gegen Rückenprobleme tun? Wie kann ich Kopfweh loswerden? Wie kann ich Yoga im Alltag leben? Wie kann ich, was ist die geheime Bedeutung von Mantras? Wie öffne ich das 4. Chakra? Gibt es zwischen dem 6. und 7. Chakra noch die anderen Chakras? Welche Farben gibt es dort? Und die Frage, was ist überhaupt Verzicht und was ist Entsagung? Eines der wichtigen Themen in der Bhagavad Gita, denn Arjuna ist ja ein Kenner der Schriften. Arjuna wird vermutlich um die 50 Jahre alt dort sein, der Bhagavad Gita seit über 30, vielleicht 40 Jahren an diesem spirituellen Weg. Er hat meditiert, er hat Asanas, Pranayama geübt. Arjuna war ein besonderer Liebhaber von Asanas und Pranayama, hat er auch mehrere Jahre ganz besonders intensiv geübt. Was in der Mahabharata beschrieben wird und hat die Upanishaden gelesen und da steht irgendwo, wir kommen zum Höchsten über Entsagung. Om Nakamana Tam, Om Nakamana Prajada Nina Chaigena Aikamatamana Suhu. Nicht durch irgendwelche Werke, nicht durch irgendwelche Praktiken, nicht durch irgendwelche Rituale kommen wir zum Höchsten, sondern durch Entsagung. Wollen wir nicht hören, oder? Doch, anderes Kapitel. Gut, und Arjuna will wissen, was heißt das überhaupt? Und Krishna sprach, Gelehrte verstehen unter Entsagung, Sannyasa, den Verzicht auf Handlungen, die mit Wünschen verbunden sind. Die Weisen nennen Tyaga,
Verzicht auf die Früchte aller Handlungen und Tyaga. Also Entsagung und Verzicht, zwei Sachen, die in den Schriften öfters genannt werden, um zum Höchsten zu kommen. Letztlich, man kann sagen, um zum Höchsten zu kommen, müssen wir Identifikationen loswerden. Solange wir uns identifizieren mit diesem physischen Körper, solange sind wir Leid unterworfen. Denn der physische Körper hat einen Anfang und ein Ende. Und zwischendurch geht er durch Leiden. Auch durch Leiden, durch schöne Erfahrungen, weniger schöne Erfahrungen. Er geht durch Gesundheit, er geht durch Krankheit, er geht durch Schmerzen, er geht durch schöne und so weiter Erfahrungen. Er wird mal dicker, er wird mal dünner, er wird mal kälter, mal warmer und so weiter. Wenn wir denken, ich bin der physische Körper und uns damit identifizieren, dann können wir nicht dauerhaft glücklich sein. Und wenn wir uns mit unseren Fähigkeiten identifizieren, dann sind wir dann glücklich? Nein. Egal wie viel wir können, es gibt immer jemand, der kann mehr. Oder? Meint ihr, ist jemand hier, der sagt, er ist besser als alle anderen? Natürlich, wenn wir sehr speziell werden. Aber wenn wir es ein bisschen breiter fassen, findet immer jemand, der ist besser und jemand, der ist weniger gut. Und wir werden immer wieder feststellen, ja, ich müsste noch besser sein. Ich habe das auch schon gehabt, dass er gedacht hat, ich müsste noch besser sein. Den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, ist vielleicht am allerschwierigsten. Wenn wir uns mit identifizieren, wird es schwierig. Soll er nicht ankommen, man identifiziert sich mit seinem Fahrrad, dann auch schwierig. Wenn man das Fahrrad dann einen Platten hat, dann hat man einen Platten. Im Auto ist es vielleicht noch klarer. Menschen unterhalten sich und fragt einer, wo bist du? Oder wo stehst du? Ja, dorthin. Habt ihr es noch nicht gehört? Also die Leute sagen nicht, wo parkt dein Auto? Oder wo hast du dein Auto geparkt? Sie fragen, wo stehst du? Jetzt muss ich mir das bloß vorstellen, das Auto wird geklaut. Dann weiß man gar nicht mehr, wo man ist. Große Probleme. So ähnlich auch, wir identifizieren uns mit dem Fahrrad. Gut, genauso identifizieren wir uns mit diesem Körper. Dann sagen wir, ich sitze hier. Das ist genauso dumm, wie zu sagen, ich stehe dort, weil nur das Fahrrad dort geparkt ist. Wir können in der Meditation erfahren, ich bin nicht dieser physische Körper. Genauso wie wir aus dem Auto aussteigen können, unser Fahrrad irgendwo parken können, genauso können wir diesen Körper aus diesem Körper aussteigen und von einer anderen Warte das sehen. Und selbst wenn man zum Beispiel irgendwo wäre, wo man nur im Auto bleiben könnte, wäre man immer noch nicht das Auto. Und selbst wenn man meint, selbst wenn man jetzt aus dem Körper nicht rauskommt, weil es nicht ganz so leicht ist, dann ist man trotzdem deshalb nicht der Körper. Oder angenommen, ihr würdet eure Kleidung nicht wechseln, so wie im christlichen Mittelalter gab es Mönche, die haben das Gelübde abgelegt, ich werde meine Kleidung nicht wechseln, wie sie von selbst abfallen. Und das konnte 2 bis 3 Jahre dauern. Wird man deshalb die Kleidung? Man wird furchtbar stinken. Da die Hygienemaßnahmen der meisten Menschen identisch waren, hat das die Leute nicht weiter gestört. Okay, bin ich deshalb diese Kleidung, nur weil ich sie nicht ausziehen kann, weil ich ein komisches Gelübde abgelegt habe? Bin ich dieser Körper, nur weil ich ihn jetzt nicht so leicht loswerde? Und eigentlich werden wir jede Nacht los. Jede Nacht verlassen wir diesen Körper. Gut, eine Möglichkeit der Entsagung wäre, die Verhaftung an oder die Identifikationen zu lösen vom Körper, die Identifikationen zu lösen von Psyche, Persönlichkeit, Fähigkeiten und so weiter. Identifikationen.
Was nicht heißt, dass man nicht über den Körper Aufgaben hat. Wir sind in diesem Körper, haben Aufgaben in dieser Welt. Wir können, brauchen diesen Körper, um Erfahrungen zu machen. Wir haben diese Persönlichkeit, um Erfahrungen zu machen. So ähnlich, manche haben davon gehört, es gibt auch im Internet solche Spiele, wo man eine neue Identität sich zulegen kann. Ich muss zugeben, ich habe keine dieser Spiele gespielt, aber ich habe davon gehört und gelesen. Und da kann man sich eine ganz neue Identität zulegen. Und es gibt Leute, die, für die ist das Leben im Internet, in World of Warcraft, wichtiger als dieses Leben in diesem physischen Körper. Aber wir sind nicht die Person in World of Warcraft oder Second Life und wir sind auch nicht dieser Körper hier. Krishna macht es uns aber etwas leichter. Er sagt jetzt Arjuna gar nicht, Tyaga heißt Verzicht, heißt Aufhören der Identifikation mit dem physischen Körper. Er macht es uns leichter. Leichter und doch schwerer. Er sagt nämlich, Entsagung heißt Verzicht auf Handlungen, die mit Wünschen verbunden sind. Können wir überlegen, als spirituelle Übung können wir überlegen, habt ihr irgendwo Wünsche? Kann ja sein. Dann könnt ihr überlegen, ihr macht das einfach mal nicht. Das heißt ja nicht, dass man es nie machen sollte. Aber wir wollen frei werden. Das ist das eines der Ausdrucksweisen, wie wir ein Ziel des Yoga sehen. Frei werden. Und wenn wir immer dann das, wenn wir irgendeinen Wunsch haben und ihn dann gleich erfüllen und der nächste Wunsch, aber wir den erfüllen, kommt der nächste Wunsch und so weiter, sind wir frei. Wir sind getrieben. Wie Zombies rennen wir irgendwelchen Wünschen hinterher. Fremdgesteuert. Irgendjemand erzeugt irgendwelche Wünsche in uns, dann rennen wir hinterher. Ist das würdevoll? Krishna gibt uns eine Weise, wie wir frei werden. Daher, Sannyasa in diesem Sinne hier, durch die praktische Bedeutung von Sannyasa, heißt Mönch werden, Nonne werden, orange Kleidung tragen, vorher 6 Jahre Brahmachari sein, Verzicht auf, alles Mögliche. Das ist eine Bedeutung. Aber hier eine andere Bedeutung ist, wir verzichten bewusst auf Handlungen, die mit Wunsch verbunden sind. Was nicht heißt, dass wir nie Wünsche erfüllen sollen. Letztlich Wünsche sind ja auch irgendeine, meistens sind ja die Wünsche gut. Wahrscheinlich 95% der Wünsche, die man hat, sind so selbstverständlich, man erfüllt sie einfach und die sind ja gut. 5% dagegen sind nicht so gut. Gut, und die 5% kann man ja auch irgendwie beherrschen. Aber selbst die 95%, die gut sind, kann man ab und zu mal sagen, ich erfülle ihn nicht. Und es gibt Freiheit. Wir können also einen Wunsch aus freien Stücken erfüllen oder ihn nicht erfüllen. Versteht ihr das? Natürlich, es gibt öfters Wünsche, die man hat, die erfüllt man nicht, aber nicht deshalb, weil man darauf verzichtet, sondern weil es äußerlich nicht geht. Gut, auch eine Weise. Aber irgendwo, man kann das auch annehmen und kann dann sagen, ja, es hat halt nicht sollen sein und dann lässt man los. Auch eine Weise. Nun muss man dann wiederum aufpassen, dass das nicht ein tamassiger Verzicht wird, im Sinne von, eigentlich hätte man es gern, aber man ist zu schwach dafür. Man kollabiert vorher. Besser ist, man lernt manchmal bewusst auf etwas zu verzichten und dann, wenn man mal sich was in den Kopf gesetzt hat, dann macht man es auch wenn es schwierig wird. Und manchmal will man es machen, denkt, es ist gut und man muss auch trotzdem verzichten. Dann verzichtet man so. Das waren mit 3 Möglichkeiten. Ab und zu mal auf Handlungen, die wir bewusst, die wir eigentlich wünschen, Handlungen, die mit Wünschen verbunden, einfach bewusst verzichten. Nur deshalb, weil wir sagen, ich will mal drauf verzichten. Ich will einfach frei sein. Als 2. kann man sich entscheiden, das will ich jetzt tun, und dann macht man es, auch wenn es schwierig ist. Und als 3. hat es sich in den Kopf gesetzt, aber es sind unüberwindbare Hindernisse. Manchmal brauchen wir ja auch jemand anders, und der kollaboriert nicht, macht nicht mit, kooperiert nicht. Gut, dann nimmt man die Gelegenheit für Entsagung.
Gute nächste Sache. Und die Weisen nennen den Verzicht auf die Früchte aller Handlungen Tyaga. Verzicht auf die Früchte aller Handlungen. Da muss man jetzt auch aufpassen. Das ist jetzt schwierig im Deutschen. Denn im Sanskrit steht dort Karma. Verzicht auf die Früchte des Karmas ist Tyaga. Und Karma ist ein so vielschichtiger Begriff. Und eigentlich, wenn man das manche Worte auf Sanskrit nicht versteht, dann ist im Deutschen, hat man nur eine Teilinterpretation. Verzicht auf die Früchte des Karmas ist Tyaga. Karma hat hier mehrere Bedeutungen. Eben zum einen heißt, Dinge passieren uns. Wie zum Beispiel jetzt haben wir das wunderbare Karma, wir sind hier zusammen in diesem wunderschönen Raum, in diesem wunderschönen Ashram, in dieser wunderschönen Schwingung, diesem wunderschönen Krishna Jayanti Wochenende. Wenn wir noch dazu so tolles Wetter haben, es ist weder zu heiß noch zu kalt. Eigentlich auch, wenn man es immer liebt, sich über das Wetter zu beschweren. Ich glaube, an diesem Wochenende geht das nicht, oder? Gut, es geht schon. Menschen lassen sich immer was einfallen. Aber eigentlich ein tolles Karma. Gut, Verzicht auf die Früchte des Karmas würde aber auch heißen, dass man jetzt weniger sagt, es ist schön, es ist weniger schön, sondern wir sagen einfach, es ist. Und was auf mich zukommt, ist Aufgabe und Erfahrung. Früchte des Handelns, des Karmas heißt, was kommt, ist schön oder nicht schön und ist gut oder nicht gut und so weiter. Mal ist jemand freundlich, mal ist jemand unfreundlich. Verzicht auf die Früchte des Karmas heißt nicht zu überlegen, ist es gut oder schlecht, sondern es ist Aufgabe und es ist Erfahrung. Wir können lernen, damit umzugehen, dass jemand freundlich ist. Manchen Menschen fällt das schwer. Sie sind so gewöhnt, dass Leute immer unfreundlich zu einem sind, dass wenn jemand mal freundlich ist, dann werden sie selbst unfreundlich, so lange bis der andere auch unfreundlich ist. Ihr könnt mal überlegen, wenn ihr die Vorstellung habt, dass andere immer unfreundlich zu euch sind, ob ihr das vielleicht irgendwo macht. Denn der typische Mensch ist normalerweise erstmal freundlich. Menschen sind normalerweise freundlich. Oder? Bin ich dort blaue? Nicht nur im Ashram. Im Normalfall sind Menschen erstmal freundlich. Mindestens 90%. Okay, aber manchmal sind sie auch unfreundlich. Gut, einmal kann man sagen, man kann es lernen, einfach mit freundlichen Menschen umzugehen. Man kann es lernen, mit unfreundlichen Menschen umzugehen. Man kann bei freundlichen Menschen auch mal lernen, Gefallen anzunehmen. Das ist auch für manche schwierig. Manche wollen immer nur geben, aber nie empfangen. Andere versuchen, ihnen was Gutes zu tun und sie wehren es immer ab. Wir können lernen, auch mal anzunehmen. Natürlich können wir auch lernen, zu geben. Und man kann lernen, mit unfreundlichen Menschen umzugehen. Wir können lernen, zu sehen, wenn jemand scheinbar unfreundlich ist, vielleicht ist er gar nicht unfreundlich. Manchmal wollen einem Menschen helfen, indem sie einem ein Feedback geben. Und sie sind nicht unfreundlich, sondern höchst hilfsbereit. Wir interpretieren das als vielleicht anders. Manchmal wollen Menschen einen davon abhalten, eine Dummheit zu begehen. Und dann mag man das interpretieren als unfreundlich. Manchmal hat ein Mensch irgendwie einen schlechten Tag gehabt und will nur seine Ruhe haben. Verzicht auf die Früchte des Karmas heißt nicht zu überlegen, noch nicht mal zu überlegen, freundlich oder unfreundlich, sondern kann einfach heißen, Mensch reagiert. Tief im Inneren meint es jeder Mensch gut und jetzt will ich lernen, damit umzugehen. Verzicht auf die Früchte des Karmas heißt in dieser Hinsicht, weniger zu schauen, ist gut oder schlecht, sondern alles ist Aufgabe, alles ist Erfahrung. Natürlich, Karma, Früchte des Karmas heißt auch etwas anderes. Wir selbst haben ja auch Aufgaben in diesem Universum. Kann sagen, wir kommen her, um Erfahrungen zu machen und wir kommen her, um etwas zu bewirken. Und wir tun etwas.
Und wenn wir etwas tun, dann manchmal kommt was Tolles bei raus und manchmal etwas weniger Tolles. Und manchmal kommt was Tolles heraus und keiner mag es. Oder jemand anders nimmt da den Ruhm dafür ein. Oder dann macht was Tolles für einen Menschen und er dankt noch nicht mal. Oder hinter seinem Rücken lästert er oder sie. Oder noch schlimmer, man hört, dass jemand anders gesagt hat, dass er mal gehört hätte, dass vielleicht der, für den man da war, dass der über einen gelästert hat. Für sowas schon mal gehört? Und der Yoga-Leuten ist das oft noch schlimmer, als wenn einer auch direkt was auf den Kopf zusagen würde. Wenigstens sagt er es. Wenn es über drei Ecken gegangen ist, vermutlich hat der Betreffende das nie gesagt. Und das reicht nicht so gemeint, aber man reagiert darauf. Wir können Tyaga üben, Verzicht auf die Früchte des Handels. Früchte des Karmas. In beiderlei Hinsicht. In der Hinsicht, dass wir nicht so sehr gucken, gutes, schlechtes Karma, freundlich, unfreundlich, sondern Aufgabe. Und als zweites, Verzicht auf Früchte unseres Karmas im Sinne von, was wir tun. Wir machen unsere Aufgabe so gut, wie wir können und sind nicht so sehr darauf aus, gelobt und zu werden und so weiter, Anerkennung zu bekommen. Manche Weise sagen, dass alles Karma als ein Übel aufgegeben werden sollte. Andere hingegen sagen, dass Yajna, Dana und Tapas als Karma nicht aufgegeben werden sollte. Das ist wieder dieses Wortspiel. In der deutschen Übersetzung hier wird das gesagt, Handlung. Aber Karma müsse aufgegeben werden. Das steht auch irgendwo in den Schriften, dass man Karma aufgeben soll. Und das haben dann manche interpretiert, man soll aufhören zu handeln. Also geht man irgendwo in den Wald und meditiert. Zum Beispiel im Teutoburger Wald. Und Schlafsack. Isomatte. Und dann schläft man da. Es gibt sogar ein paar Höhlen. Allerdings die Höhlen sind alle mit einem Gitter versperrt, damit die für die Fledermäuse reserviert ist. Aber es gibt öfters mal verlassene Hütten. Und es gibt manche Menschen, die könnten sehr einfach leben. Und haben vielleicht irgendeine Erbschaft gemacht. Und wenn man einfach in der Hütte lebt, kann man mit wenig Geld dann leben. Klingt romantisch, oder? Gut, Krishna an allen möglichen Stellen der Bhagavad Gita sagt, ja, das ist damit nicht gemeint. Verzicht auf Karma heißt, wir verzichten auf Agami-Karma, im Sinne von, wir verzichten darauf, neues Karma zu erzeugen, indem wir uns identifizieren mit unserer Handlung. Also wir wollen versuchen, nicht zu denken, ich tue all das, sondern wir wollen versuchen, Diener des Kosmischen zu sein. Oder zu erkennen, alles hängt mit allem zusammen. Im Buddhismus wird das manchmal als Interdependence bezeichnet. Wie setzt man das auf Deutsch in der buddhistischen Sprache? Alles hängt mit allem zusammen. Wechselhaft bedingte Abhängigkeit. Wechselhaft bedingte Abhängigkeit. Tolles deutsches Wort. Wechselhaft bedingte Abhängigkeit. Wir können hier nichts wirklich allein machen. Wir befinden uns in wechselhaft bedingten Abhängigkeiten. Und es ist alles irgendwo ein Gewebe, was da ist. Und wir machen nur irgendeinen kleinen Teil und letztlich es geschieht. Sankhya würde was sagen, die Gunas wirken in den Gunas nur. Gunas sind ja wie Fäden im kosmischen Gewebe. Auch eine Bedeutung von Guna heißt Fäden und Gewebe. Guna, Faden und Gunas kann auch heißen Gewebe. Oder wir können auch sagen, Gott macht alles, wir sind nur Instrument. Verzicht auf Karma würde heißen, wir identifizieren uns nicht, wir stellen uns nicht vor, ich tue all das, sondern es geschieht.
und ich lasse es durch mich geschehen. Und selbst wenn ich dann meinen Intellekt benutze und meinen Körper und meine Fähigkeiten, ich identifiziere mich nicht, ich weiß, es geschieht. Es wäre nicht wie angenommen, der kleine Finger hier identifiziert sei, ich bin ein toller Finger. Es gibt noch andere Finger, aber ich bin der, der ganz unten ist. Und wann immer man die Hand irgendwo aufschlägt, dann bin ich. Kleiner Finger gilt ja auch in Vedanta als der rajasige Finger, ausgerechnet der Kleine. Und der hier gilt als der sattvige Finger. Der kann dann sagen, ich bin der tollste Finger. Und der hier sagt, ich bin der Zeigefinger, ich zeig's allen. So kann jeder Finger etwas sagen. Aber jetzt kann der kleine Finger mal versuchen, sich selbst zu beugen. Jetzt im Gelingen. Ich kann lange nur gucken. Solange ich ständig sage, er soll sich beugen, bleibt er gerade. Der kann sich ja jetzt vorstellen, er beugt sich jetzt. Nehmen wir an, der kleine Finger hätte ein Bewusstsein für sich. Der wird doch jetzt annehmen, dass er sich beugt, oder? In diesem Sinne sind wir Zellen Gottes. Und Gott tut alles und wir sind Instrument, die Bhakti-Weises zu sehen. Dann gibt es auch die Karma, noch ein weiterer Aspekt vom Jnana-Yoga, dass alles irgendwo karmische Zusammenhänge sind. Also manche Weisen sagen, wir sollen in diesem Sinne Karma aufgeben. Gut, aber bestimmte Dinge sind zu tun. Die sollten wir in jedem Fall tun, aktiv tun, sagt Krishna. Yajna, Dana und Tapas. Yajna heißt im engeren Sinne rituelle Opferzeremonien, im weiteren Sinne jede Art von ritueller Gottesverehrung. Dana heißt im engeren Sinne gute Werke tun, im weiteren Sinne alles, was wir tun, um Gutes zu bewirken, uneigennütziges Dienen. Tapas heißt im engeren Sinne Askese, aber heißt im Sinn, wie es in der Bhagavad Gita und Mahabharata gebraucht wird, spirituelle Praktiken zu tun. Im fünften Vers sagt Krishna, Yajna, Dana und Tapas sollten nicht aufgegeben werden, diese sind zu tun. Yajna, Dana und Tapas läutern den Weisen. Also drei Dinge, die wir tun sollten und als solches in der Welt aktiv auch tun sollen. Das ist Yajna, alles was wir als rituelle Gottesverehrung tun mögen. Egal welche Glaubensrichtung das ist oder unabhängig von der Glaubensrichtung, es ist gut, etwas zu tun in Form von ritueller Gottesverehrung. Ob das bei sich zu Hause ist, einen Altar zu haben, Kerze anzuzünden und sich verneigen, ob man irgendwo ein Bild aufhängt, ob man in die Natur geht und dort irgendwo sich beim Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang oder bei Wolken oder Regen irgendwo sich erinnert, da ist Gott. All das könnte man als Yajna auch bezeichnen. Dana, uneigennützige Werke, dafür können wir uns engagieren, Gutes zu bewirken in dieser Welt. Und Tapas heißt, in diesem Sinne spirituelle Praktiken tun. Asana, Pranayama, Meditation und alles andere, was wir machen, auf dem spirituellen Weg voranzukommen. Wir können also sagen, wir sollen auf wunschbehaftete Handlungen verzichten, hat er vorher gesagt. Also nicht auf jede wunschbehaftete Handlung, aber öfters mal. Auf die Früchte des Karmas verzichten. Wir sollen verzichten auf all das, was mit karmischen Konsequenzen zusammenhängt. Unser Karma bewusst annehmen, nicht interpretieren in gut, schlecht und so weiter, sondern als Aufgabe. Und dann uns aktiv engagieren im Sinne von Gott zu verehren, im Sinne von Gutes bewirken in der Welt, und Welt klingt jetzt sehr weit, den Menschen, mit denen wir zu tun haben, unsere Talente und Fähigkeiten, die wir haben, zum Wohl anderer einsetzen und spirituelle Praktiken machen. So läutern wir uns. Doch auch Dana, Tapas und Yajna
müssen unter Aufgabe von Verhaftung und des Wunsches nach Belohnung ausgeführt werden, o Arjuna. Das ist meine beste und feste Überzeugung. Also selbst diese Handlungen sollte man tun ohne Verhaftung. Also selbst spirituelle Praktiken ohne Verhaftung und Wunsch nach Belohnung. Was heißt das jetzt? Das ohne Verhaftung ist eine gefährliche Aussage hier. Wenn ich sage, ich meditiere ohne Verhaftung. Viele Menschen denken, das heißt, ab und zu mal meditiere ich, ab und zu mal meditiere ich nicht. Einmal die Woche mache ich Asanas, bin aber nicht verhaftet, deshalb 6 Tage anschließend nicht. Dann mache ich mal 4 Tage Pranayama. Und dann bin ich ja nicht verhaftet und ein paar Monate nicht. So ist es nicht gemeint. Nicht verhaftet sein würde heißen, wir praktizieren, das ist schon regelmäßig, und dann schauen wir, wie kann man es integrieren. Auch Aufgabe der Alles- oder Nichts-Philosophie, die häufig zur Nichts-Philosophie wird. Wenn man regelmäßige Praxis hatte von Asana, Pranayama und Meditation, und dann geschieht es halt irgendwo, man stürzt irgendwo beim Fahrradfahren und dann hat man irgendwo Handgelenksprobleme, dann gibt es Menschen, die deshalb sagen, sie können keine Asanas mehr machen. Nicht verhaftet sein würde heißen, gut, geht halt manches nicht, muss ich es halt anders machen. Oder jemand fühlt sich so gut in der Meditation, und dann ausgerechnet zu der Zeit, wo man meditiert, kommt derjenige, der drüber wohnt, auf die Idee, Fernsehen zu gucken. Kann passieren. Nicht verhaftet sein würde jetzt heißen, entweder wir meditieren trotz Fernseher, denn man kann sich ja auch Oropax in die Ohren stecken, oder es kann heißen, die Zeit ein bisschen zu verändern. Das heißt nicht, dass er deshalb nicht meditieren kann. Also nicht verhaftet sein würde hier heißen, flexibel zu sein in unserer spirituellen Praxis, je nachdem, was für Umstände da sind. Und nicht an den Früchten hängen heißt, zwar langfristig gesehen helfen uns all diese Praktiken zur Verwirklichung zu kommen, aber wenn wir uns jeden Morgens hinsetzen und sagen, jetzt will ich meditieren, gestern wurde die Wirbelsäule heiß, es ging bis zur Mitte der Lendenwirbelsäule, etwa bis zum 3. Lendenwirbel, jetzt muss es weiter hochgehen, muss von oben zählen, wie es in der westlichen Physiologie normalerweise üblich ist, muss mindestens bis zum 1. Lendenwirbel hochgehen, vielleicht sogar bis zum Anahata Chakra. Und gestern war der Klang im rechten Ohr stark spürbar, heute muss er auch im linken Ohr spürbar sein. Das sind konkrete Erwartungen, das sollten wir nicht haben. Noch wichtiger ist, also nicht Belohnung haben zu wollen bei Dana. Man will etwas, man tut etwas Gutes und viele Menschen hoffen, dass dann andere auch freundlich sind. Furchtbar gekränkt, man hat jemandem großen Gefallen getan, der erwidert ihn nicht. Man muss sich nicht ausnutzen lassen und manchmal muss man auch mal auf einen gerechten Austausch bestehen. Aber wirklich Dana ist es, wenn wir etwas tun, ohne etwas zurückzuwollen. Und es, auch hier heißt dann, nicht an den Früchten hängen, aber auch nicht verhaftet sein. Nicht verhaftet heißt auch, wenn wir sehen, das ist zu tun, dann tun wir es. Und wenn dann jemand anders gefunden wird, der es kann, dann soll es jemand anders tun. Und wir finden etwas anderes, wo vielleicht niemand anders ist. Viele Menschen, die sind sehr verhaftet an das, was sie gerade tun. Aber Verhaftungslosigkeit heißt hier nicht Verantwortungslosigkeit. Das heißt jetzt nicht, nur weil es anstrengend wird, machen wir es nicht mehr. Oder nur weil man gerade eine Vata-Störung hat, lässt man seine Aufgaben einfach los. Das jetzt nicht. Nicht verhaftet sein ist ein verantwortungsvoller Umgang, aber eben ohne verhaftet sein. So sagt Krishna, das ist meine feste und beste Überzeugung. Das 18. Kapitel hat jetzt noch 74 weitere Verse. Und ich werde jetzt nicht bis 2 Uhr heute Morgen weitermachen. Bis dahin hätten wir es wahrscheinlich fertig. Sondern
Hier sagt zum Schluss der Erzähler der Bhagavad Gita, nämlich Sanjaya, überall da, wo man an Krishna denkt und überall da, wo man an Arjuna denkt, dort sind spirituelle Reichtum, dort ist Glück, dort sind feste Grundsätze. Davon bin ich überzeugt. Durch die Gnade Vyasas habe ich diesen höchsten und überaus geheimen Yoga von Krishna, dem Herrn des Yoga, gehört, der ihn selbst erläutert hat. Und wann immer ich diesen wunderbaren Dialog zwischen Krishna und Arjuna mir ins Gedächtnis rufe, bin ich stets von Neuem mit Freude erfüllt.